Moin Moin, was geht ab, Boys und Girls? Euer FIFA-Chat hier heute mal mit dem Highlight-Video von der Weekend League. Und hier seht ihr mein Starter-Team mit oben rechts. Da erkennt man es noch ein bisschen. Mit Messi bin ich reingestartet und Hazard. Das hier ist heute einfach mal die Zusammenfassung von meiner Weekend League, die ich dieses Wochenende gespielt habe. Und ja, ich beginne mit dem ersten Spiel. Ich stand zu dem Zeitpunkt 0:0. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber diese Weekend League war mega, mega, mega komisch. Also die war echt komisch. Ich wusste teilweise gar nicht, wie mir geschieht in manchen Spielen. Werdet ihr im späteren Verlauf halt noch sehen. Also ich habe jetzt wirklich von mir so die Best-of-Geschichten mit drin. Ich habe da jetzt keine total krassen Niederlagen mit reingeschnitten. Und in dem Spiel bin ich dann auch in Führung gegangen. Im Beginnspiel, da sieht man meine Freude darüber, wie ich mal wieder völlig außer Atem mich abfeier, dass ich da mal in Führung gehe. Und da sieht man noch, wie ein Abo reinflattert. Aber das interessiert uns jetzt gerade nicht, weil wir konzentrieren uns voll auf das Game hier. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, der Gegner ist dort rausgequittet. Auch da freue ich mich wieder wie so ein kleiner Schneekönig. Und dann hier auch nochmal an der Stelle wieder ein Abo reingeflattert von Horny. Und der Gegner hat beim ersten Spiel direkt gequittet. Und wir hüpfen dann auch direkt ins nächste Game. Da sieht man schon an der Bilanz, ich habe da zwei Niederlagen in Folge kassiert zu dem Zeitpunkt. Also ich stand dort 1:2 in der Weekend League. Also die Bilanz war da quasi ja schon völlig völlig verbrannt, sage ich mal. Aber ich habe mich dann wieder ein bisschen aufgerappelt und bin da wieder rangekommen. Aber ihr seht schon, der Gegner, zack, 2:2. Also das ist direkt das vierte Spiel. Ein völliges Schwitzerspiel. Ich habe geführt, bin dann hab dann hinten gelegen, dann wieder Ausgleich. Schaut mal auf den Tacho. Schaut mal hin, 43. Minute. Und habe ich in der ersten Halbzeit noch wieder das Spiel gedreht. Also völlig, diese Weekend League war so komisch. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch ging bei der Weekend League. Aber ich fand die richtig, richtig komisch. Und dann stand ich später dann 4:3 und habe hinten gelegen. Da dachte ich schon wieder, das darf doch jetzt alles nicht wahr sein. Hab mich dann aber ein bisschen gerafft und da seht ihr den Tots Messi auch, wie der abliefert. Und an der Stelle muss ich zu Tots Messi sagen, Tots Messi ist krass. Der ist absolut krass. Also eine der heftigsten Karten, die ich bisher in FIFA 20 gespielt habe. Allerdings, meine Meinung, könnt ihr euch gerne mal bei eSportlern oder anderen YouTubern umhören, meine Meinung nach ist ja den Preis nicht wert. Also der ist dafür, dass es auch andere krasse Karten mittlerweile gibt, finde ich Messi einfach auch den Tots oder den Totti viel zu teuer. Also Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich, ist stimmt nicht. Und jetzt schaut auf die Bilanz, ich stehe 8:8. Also es war wirklich meine bescheidenste Weekend League, seit FIFA 20. Also so schlecht bin ich noch gar nicht reingestartet in die Weekend League. Klar, ich stehe auch nach einer ich hole auch immer meine 4, 5, 6 Niederlagen so gerade so nach den ersten 20 Spielen. Aber 8:8, so schlecht stand ich noch gar nicht. Also das war zu dem Zeitpunkt wirklich puh. Das war dann auch der Samstag und dann springe ich auf den Sonntag. Da seht ihr schon mein neues Team. Ich habe komplett umgebaut gehabt. Ich habe mir Witzel gemacht. Ich habe mir Coutinho geholt. Ich habe mir Ronaldinho geholt. Ich habe komplett mein Team umgestellt. Habe Messi verkauft mit einem riesen Verlust. Ja. Ich habe Messi, glaube ich, für 2,77 Millionen mir geholt und habe ihn dann für 2,5 oder knapp 2,6 Millionen wieder verkauft. Mit der EA-Gebühr abgezogen, halt ein riesen Verlust. Und jetzt ist die Bilanz nochmal wieder eine andere. Das ist noch wieder ein Spiel, was davor war. Warum ich das jetzt mit drin habe. Grüße gehen raus an den lieben Leon, an meinen Cutter. Warum er das jetzt mit reingenommen hat, keine Ahnung. Jetzt springen wir wieder auf die eigentliche Bilanz, auf die 13:9. Da seht ihr schon Ronaldinho direkt im ersten Spiel. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Da war ich auch wirklich noch so frohen Mutes, dass ich da wirklich gut abliefer.
dass ich da eventuell sogar mit David Ronaldinho, dass ich da wirklich vielleicht sogar einen Durchmarsch mache und mir Gold 1 hole. Da war ich wirklich, ich war so voller Euphorie, aber es war halt Sonntagabend und ihr kennt mich, die Müdigkeit hat mal wieder zugeschlagen und so wurde es wirklich ein riesen Geschwitze. Zwei Kopfballtore direkt in diesem Spiel kassiert. Das war so blöd, muss ich an der Stelle sagen. Die haben mich so getriggert, diese zwei Kopfballtore. Und dann hat man nochmal so diesen Hauch einer Chance gespürt mit Griezmännchen. An der Stelle Griezmännchen Tots, haben einige bestimmt von euch gesehen. Aber da sieht man auch, wie ich mich aufrege. Da war direkt wieder so ein Dreck wieder. Und da kommt wieder mein Ronaldinho. Macht er wieder stark. Also, viele werden jetzt auch sagen, hä, wieso spielst du den 91er Ronaldinho, der taugt doch nichts. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich feiere den. Da habe ich das 3-3 dann gemacht. Da waren echt komische Spiele bei. 4-3, also komplett gedreht. Also 3-1, komplett gedreht. Da war ich wirklich on fire, war voller Euphorie. Aber am Ende habe ich dann doch nur Gold 2 geholt, weil ich dann das letzte Spiel dann noch leider die 11. Niederlage noch kassiert habe. Und dementsprechend, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und an der Stelle bin ich raus und wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ciao!